Liebe Brückenbaufreunde und Studis, ich möchte heute was erzählen über den Ermüdungsnachweis mit Lambda-Beiwerten. Am Beispiel eines Stahlbeton-Einfeldträgers, das heißt also für einen Betonstahl. Und das werde ich versuchen, an einer Zugüberfahrt zu erklären. Ich habe ein ganz einfaches Beispiel genommen. Es geht jetzt nicht hier um galaktische Berechnungen, sondern es geht darum, dass man nochmal schaut, wann kann man diese Lambda-Beiwerte nehmen und wann muss man einen expliziten Betriebsfestigkeitsnachweis führen. Okay, ich probiere mal was zu erzählen. Also, hier ist mein Beispiel dazu. Ein eingleisiger, einfältiger Stahlbetonüberbau. Und wir brauchen nachher als Werte einmal hier die statische Höhe von 1,17, die Stützweite von 12,50 Meter, dann die Jahrestonnen, die darüber rappeln, 25 Millionen Jahrestonnen im Jahr, den normalen Schwingbarwert von 1,25, den wir auch in der normalen Statik ansetzen, und das Moment in Folge LM71, das maximale charakteristische Moment, wenn also die Lok in der Mitte steht, 80 kN davor und da hinten. Eingerechnet ist schon der Schwingbarwert von 1,25, dann kriege ich 3371 kN raus. Das minimale Moment aus LM71 im Min ist natürlich 0 beim Einfeldträger, das heißt also, wenn der Zug gar nicht auf der Brücke steht, und das heißt, dass Delta M aus dem 71er ist dann ebenfalls 3371. So, dann noch ein Alpha-Beiwert hier, 1,21 habe ich mal gesetzt, damit wir keine Probleme kriegen mit der TM für den ICE4. So, das ist unser Beispiel, und in dem Beispiel werde ich jetzt einmal den expliziten Betriebsfestigkeitsnachweis zeigen und einmal den vereinfachten nach mit Lambda-Beiwerten. Ja, zunächst Ermüdung. Was bedeutet das? Also Ermüdung bedeutet, wir bringen es an so einen einbetonierten Betonstahl hier, das soll so ein Betonklotz sein, Bewährung durch, bringen wir jetzt Delta Sigmas auf, und zwar sehr, sehr viele. Im Versuch normalerweise einen sogenannten Einstufenkollektiv, das heißt also immer das gleiche Delta Sigma, sehr, sehr oft. Und wie stellt man sich das jetzt vor, die Schädigung? Also von der Seite aus hier wächst ein Riss in den Betonstahl. Zunächst eine Rissentstehung. Wenn ich immer weiter Lastwechsel aufbringe, wächst der Riss in der Länge. Ich kriege eine Risswachstumsphase. Und am Ende hier rums, ein Gewaltbruch. Und das heißt also, der Versuch hat sich selbst beendet. So, das wissen wir, gibt es einen Haufen Versuche dafür, für die verschiedensten Stähle. Und da müssen wir also nichts mehr rechnen, sondern da müssen wir keine Versuche machen, sondern diese Versuchsergebnisse sind im Eurocode für uns schon tabelliert. Problem haben wir immer, wenn wir neue Konstruktionen bringen, Betonschrauben, Ankerkörbe oder irgend sowas, ja, dann können wir uns wieder hinten anstellen, können diese Versuche alle wieder machen. Das ist sehr, sehr teuer, deswegen, so, wenn man so einen Ankerkorb kauft, merkt man, der kostet richtig Geld. So, in einem Eurocode ist also die sogenannte Wöhler-Linie abgebildet. Wöhler ist eine der Heiligen der Betriebsfestigkeit, sich schon vor sehr langer Zeit mit der Ermüdung beschäftigt. Natürlich auch schon mausetot, ja. Und die Ergebnisse für unseren Betonstahl ist jetzt in der sogenannten Wöhler-Linie abgebildet. Auf der Y-Achse ist das Delta Sigma abgebildet und auf der X-Achse die zugehörigen ertragbaren Schwingspielzahlen. Das heißt, wie oft kann ich dieses Delta Sigma aufbringen? Das heißt, ich muss immer von links reingehen mit meinem Delta Sigma, dann nach rechts, bis ich die Wöhler-Linie treffe, dann nach unten, und dann kann ich ablesen, wie oft darf ich dieses Delta Sigma aufbringen. Die Wöhler-Linie hier in dieser doppellogarithmischen Darstellung besteht jetzt aus 3 Graden. Erstmal habe ich hier oben bei kleinen Schwingspielanzahlen habe ich die Streckgrenze meines Betonstahls, ja. Und kleine Anzahlen, das ist immer so ungefähr 10.000, also 10.000, also bis 10.000 Schwingspiele kann man eigentlich diese Ermüdungsbeanspruchung da vergessen. Ja. Dann schließt sich eine Gerade an mit der Neigung K1,
eigentlich, wenn man mal so scharf hinguckt, ist das nicht k1, obwohl man das immer sagt, sondern die Neigung ist eigentlich minus 1 zu k1, sie fällt ja ab. Und die zweite Gerade schließt sie mit einer Neigung von minus 1 zu k2 an. Und den Punkt, wo sie sich treffen, dieser Punkt hier, a, der hat man einen besonderen Namen gegeben. Das heißt, die ertragbare Schwingspielanzahl dazu heißt n Sternchen, das ist 1.000.000. Und das Delta Sigma, was zu diesem Punkt gehört, ist das Delta Sigma RSK von n Sternchen. Und das sind 175 Newton pro Quadratmillimeter. So. Das K im Delta Sigma RSK von n Sternchen deutet schon darauf hin, oh, wir brauchen noch einen Teilsicherheitsbeiwert. Der ist 1,15 für Ermüdung. So, dieses K1 ist 5, das K2 ist 9. Und das heißt also, beide Graden kann man beschreiben mit derselben mathematischen Beziehung. Also die ertragbare Schwingspielanzahl hängt ab vom Delta Sigma, was ich aufbringe. Und bezogen ist es also hier auf n Sternchen und Delta Sigma RSK durch Gamma S. Das ist also der Knickpunkt. Und ich muss dann, je nachdem, in welchem Bereich ich hier bin, beim Delta Sigma entweder K1 oder K2 einsetzen. Also, freundlicherweise, Eurocode gibt uns das hier schon für Betonstahl. Und mein Magen knurrt, es ist 5 Uhr morgens vor dem Frühstück. Da mache ich leider ein bisschen Geräusche hier anscheinend. So, bevor wir zum vereinfachten Nachweis der Betriebsfestigkeit kommen, erstmal der explizite Nachweis. Expliziter Nachweis heißt, ich schiebe wirklich Züge und berechne mir eine Schädigung. Welche Züge schiebe ich? Das ist vorgegeben in dem Eurocode 1 Teil 2 Anhang D. Dort sind die sogenannten Zugtypen für Ermüdungsberechnung. Gibt sehr viele Zugtypen im Eurocode, aber diese sind für Ermüdung vorgesehen. Und jetzt hat man versucht, den gesamten Fahrzeugzoo der Deutschen Bahn AG, da fahren ja auch noch von Franzosen über Ösis, fahren ja alle durch die Gegend, hat man versucht, ein bisschen zu typisieren und hat gesagt, man kann das pressen in 12 verschiedene Typenzüge. Ich habe mal beispielhaft den Typ 1, Reisezug, relativ leicht, aber fährt ziemlich schnell, und den Typ 8, ein Güterzug, ziemlich schwer, fährt aber ziemlich langsam dafür, 100. Die habe ich mal hier beispielhaft reingeklebt. Ja? Also gibt insgesamt 12 Stück in diesem Anhang D. Und man sieht hier immer die einzelnen Achsen. Und jetzt sieht man vorne, es fährt also ganz stolz hier einmal die Lok beim Güterzug. Dicke, fette Lok. Ja? Und dann kommt so Wagen, 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 Wagen. Sieht relativ kurz aus, aber leider steht hier hinter noch so, oh, da kommen noch ein Haufen Wagen dahinter. Also, das sind unsere Züge, die müssen wir schieben. Jetzt habe ich mal beispielhaft hier Typ 8 gezogen. Das steht da natürlich nicht. Das ist aber der Typ 8. Und man sieht jetzt tatsächlich, ja, wie habe ich das gemacht? Also, ich könnte jetzt mit Einflusslinie da irgendwas auszählen. Aber die modernen Programme, die können ja auch einen Zug drüber fahren lassen. Allerdings soll ich jetzt den Zug fahren lassen ohne Berücksichtigung der dynamischen Effekte. Das ist relativ einfach, ich lasse ihn einfach ganz langsam fahren. In diesem Fall habe ich ihn 30 km pro Stunde fahren lassen. Ah, ich bin schon wieder erkältet. Einen Augenblick bitte. So, nicht nur der Magen macht Geräusche, auch die Lunge. So, und jetzt habe ich also den Zug ganz langsam drüber fahren lassen, habe hier meinen Zeitschrieb und das ist auf der Y-Achse mein Moment in Feldmitte in Abhängigkeit der Zeit. Die Zeit spielt jetzt keine Rolle, ich habe ja irgendeine Geschwindigkeit einfach genommen. Und jetzt müssen wir unsere Delta-Ms erstmal auszählen. Delta-M würde man jetzt denken, also ganz blind hier, so vom m gleich 0 bis m gleich ungefähr 1600 wäre mein erstes Delta M. Und dann geht es runter auf 800, also noch eins von 800. Dann geht es wieder hoch auf 1700, also eins von 900. Aber tatsächlich hat man gemerkt, wenn man so zählt, so hat man früher auch gezählt, das passt dann nicht so ganz zu unseren Versuchsergebnissen. Und man zählt
volle Hysteresen mit dem Rainflow-Verfahren. Und das Rainflow-Verfahren, ja, das kann man, ist nicht so furchtbar schwierig. Einmal gibt es gratis Software, zum Beispiel J-Rain ist ganz gut, kann man downloaden. Und man kann aber auch so, naja, einen kleinen Fritzchen ja mit der Hand mal Rainflow machen. Also Rainflow, eine erste volle Hysterese wäre hier von 0 auf den Größtwert von 1700 und dann wieder auf die 0 zurück. Also einmal 1700 Kilonewtonmeter. So, und dann haben wir noch hier den nächsten Zacken von ungefähr 800 auf 1600 und wieder auf die 800 zurück. Also einmal 800. Ja, und dann haben wir diese Vögel hier noch, die noch ein bisschen rumschwanken. Das sind so ungefähr 200. Buh, wie viel habe ich davon, wenn ich die jetzt zähle? Weiß ich nicht, vielleicht 15 oder 16 Stück. Ich habe nicht gezählt hier. 15 mal 200. So, und dann habe ich noch einen Haufen Spielzeug. Also wenn ich jetzt mal hier gucke, auch das macht ja kleine Hysteresen. Aber es ist immer so bei der Ermüdung, die großen Delta-Sigmas, die hauen zu. Also die sind die wichtigen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier noch so unendlich oft einen Fliegenschiss da bing, bing, bing hinmache, das bringt relativ wenig. Also unendlich oft schon, weil wir keinen horizontalen Verlauf in der Wöhlerlinie haben, wie mit Stahlbauer, aber im Prinzip bringt es hier nichts mehr. Kann man noch mal ganz kurz zurück, was meine ich mit dem horizontalen Verlauf? Die Stahlbauer sind ja der Meinung, dass sich die Wöhlerlinie hier dann irgendwann mal horizontal verläuft. Ist man so ganz auch nicht mehr der Meinung heutzutage. Aber wenn man mal schaut, für uns ist es auch nicht wichtig, weil so die Grenze der Lastwechsel, die für uns im Brückenbau relevant sind, ist mal so 1 × 10 hoch 8. Das kann man ganz gut zählen, wenn man sagt, normale Hauptstreckenbelastung sind 25 Millionen Jahrestonnen und man nimmt mal so einen typischen Zug und zählt, wie oft im Leben einer Brücke dann die Achsen drüber fahren. Und da kommt so ungefähr raus 1 × 10 hoch 8 Achsen fahren drüber in 100 Jahren. Und das Schlimmste wäre jetzt eine Brücke mit ganz kurzer Stützweite, zum Beispiel 2 Meter. Dann würde jede Achse ein großes Delta M machen. Und deswegen war auch früher bei den Rohren, stand dann in der ELTB damals, bitte auf 1 × 10 hoch 8 Achsen auslegen. Ja, das war ein bisschen Fülle, weil da laufen zwar 1 × 10 hoch 8 Achsen drüber, aber die Achsen haben ja nicht 25 Tonnen, bei den normalen Zügen sind ja wesentlich kleiner. Und deswegen hat man da auch durch eine TM wieder gegengesteuert, weil da zu dicke Rohre immer rauskamen. Ja. Aber das ist 1 × 10 hoch 8, das ist unsere höchste Zahl, die wir schaffen in der Regel. Also ob da rechts noch irgendwas kommt, ist für uns völlig Schnurz. Das brauchen die Kollegen von den Windenergieanlagen. So, mal wieder nach vorne gehen. Also wir haben hier tapfer gezählt. Und jetzt müssen wir schauen. Ich habe das jetzt in einer Tabelle gemacht. Ich habe ja gezählt den Typenzug 8. Und jetzt sieht man wirklich einmal 1700, einmal 800 und einen ganzen Haufen 200er. Jetzt kann man überlegen, ist denn der 1700er, kommt denn der überhaupt oft? Ich habe ja gesagt, die Grenze ist so 10.000 Lastwechsel, können wir mal überschlagen. Also, wie oft fährt der drüber? Wollen wir mal überlegen, wenn der so ungefähr 10 Mal am Tag fährt, mal 365 Tage, mal 100 Jahre, oh, da sind wir irgendwie bei 400.000 Lastwechsel. Also, tritt relativ oft auf, ist also sicher ermüdungswirksam. So, jetzt müssen wir noch die Dynamik reinbringen, denn wir haben ja statisch geschoben und wir sollen jetzt die Dynamik reinbringen. Wir dürfen das machen durch einen vereinfachten dynamischen Ermüdungsbeiwert, ebenfalls im Anhang D dokumentiert. Und wenn man jetzt mal so reinschaut, da gibt es ein paar dynamische Erhöhungsfaktoren, die sehen immer ein bisschen unterschiedlich aus, aber prinzipiell ist es immer so gemeint, Phi' ist zuständig eigentlich für die Dynamik und Phi' ist zuständig für unrunde, Radierung eingeschaltet, für unrunde Räder.
So, und jetzt ist natürlich nicht wichtig, dass wir dort ein Größtpferd vom Vieh dynamisch kriegen für besonders schlechte Gleislage, sondern ein Mittelwert über 100 Jahre. Deswegen steht hier auch nochmal eine 0,5 und hier auch nochmal 0,5, also wir kriegen nochmal reichlich Rabatt. Das müssen wir jetzt raussuchen für unsere Fahrgeschwindigkeit unserer Typenzüge und damit wird das Moment nochmal erhöht. Können wir vor oder hinter der Rainflow-Auszählung machen, da das Ganze linear ist, ist es wurscht. So, jetzt noch eine Verkehrsmischung. Es fällt ja nicht sortenrein immer ein Typenzug. Und da hat man sich auf Bahnseite geeinigt, dass es den sogenannten Regelverkehr gibt. Da sind also die Zugtypen 1 bis 8 für zuständig. Und angegeben ist, wie oft die am Tag fahren. Die Zugmasse konnte man ja vorne schon auslesen. Die stand bei den Typenzügen mit dran. Man muss nur beachten, die Umrechnung im Eurocode von Tonnen in Kilonewton ist immer 10 statt 9,81, also als Faktor. Und gerechnet ist hier nochmal, wenn 12 Züge am Tag fahren mit 663 Tonnen, dann kommen 2,9 Millionen Jahrestonnen raus. Und wenn man das aufsummiert für alle Züge, sieht man 24,95 Millionen Jahrestonnen. Das ist ungefähr 25 Millionen, was so über ein Hauptgleis drüber geht. Und das heißt, man hat das bezogen auf die 25 Millionen Jahrestonnen. So, dann gibt es noch den sogenannten Schwerverkehr, wenn er dann bestellt wird nach Anforderungskatalog, ebenfalls bezogen auf 25 Millionen Jahrestonnen. Da brauche ich dann nicht nur die Züge 1 bis 8, sondern auch die Züge 11 und 12. Und dann gibt es hier noch die Mischung für den Nahverkehr. Ich werde es irgendwann noch mal lernen, wie das hier funktioniert. Nahverkehr. Habe ich jetzt hier nicht mit abgebildet. So, sonst nicht jucken. Also mal ein Beispiel. So, also Anforderungskatalog legt fest, welche Verkehrsmischung. Dann wissen wir, wie viele Züge wir wie oft fahren lassen sollen. Jetzt müssen wir natürlich rechnen ein Delta Sigma in der Betonstahlbewährung und nicht ein Delta M. Das heißt, jetzt müssen wir mal schauen hier links. Wenn ich so ein Delta M habe, und ich habe ja theoretisch auch ein Delta N, das Delta N ist aber ganz klein, denn bei unserem Einfeldträger kriegen wir nur durch den N-tangenten Drehwinkel, kriegen wir so ein bisschen Normalkraft rein in unseren Überbau durch die Lagerrückstellkräfte. Das können wir ein Skat hauen, also hier kommt das weg, damit bringt gar nichts. Also wir haben im Wesentlichen Delta M. Und wenn ich ein Delta M habe, dann muss ich ein Delta Sigma draus machen und das kann ich eben schaffen, indem ich mein Delta M durch meinen inneren Hebelarm erstmal teile. Als Moment durch inneren Hebelarm, dann kriege ich hier einmal Druckkraft oben und einmal eine Zugkraft unten. Und ich muss noch durch mein AS teilen, das heißt durch meine Zugbewährung, dann habe ich meine Spannung unten. So. Und hier oben habe ich extra dreieckig hingemalt. Also, warum ist die Druckspannungsverteilung da keine Parabel? Weil wir ja unter Gebrauchslastniveau im Prinzip rechnen. Das heißt also keine Teilsicherheitsbeiwerte auf der Lastseite. Das heißt, die Beanspruchungsgröße ist relativ klein und wir werden noch im linearen Bereich dort liegen. Ist auch besser so für die Baustoffe. So, und das heißt also, Delta M muss sich durch den inneren Hebelarm teilen durch die Bewährungsmenge. Jetzt ist das natürlich blöd, die Bewährungsmenge will ich ja eigentlich ausrechnen. Gut, können wir nachher gucken, wie wir das machen. Aber jetzt hat man hier noch einen kleinen Trick gemacht. Man hat nämlich den inneren Hebelarm in Zustand 2 mal der Bewährungsmenge abgekürzt durch den Faktor F. Das ist ganz clever, denn wir wollen ja nachher für unser 12,5 Meter Stützweite einen Lambda-Wert ausrechnen und da können wir ja nicht sagen, unsere statische Höhe ist 1,17 Meter, sondern wir wollen das ja für eine allgemeine Brücke machen. Also ein sehr schöner Kniff hier an der Stelle, der wird uns noch wieder begegnen hinten. Also aus einem Delta M mache ich ein Delta Sigma, indem ich durch inneren Hebelarm Bewährungsmenge teile. So, jetzt gucken wir unsere Böhler-Linie an. Und wenn wir jetzt hier links reingehen mit irgendeinem Delta Sigma, dann können wir hier gegen die Wöhlerlinie stoßen und gehen dann nach unten und können hier ablesen,
zulässige Schwingspiele. Und das heißt, für jedes Delta M, also für jedes Schwingspiel mit Delta M, gehen wir hier rein, lesen unten ein ertragbares N ab. Und die Schädigung ist immer unser eine Schwingspiel durch die Anzahl der möglichen Schwingspiele. So, also wie oft dürfen wir unser Delta M aufbringen? Ni mal. Dann hätten wir gerade eine Schädigung von 1. Aber wir haben ja nur ein Schwingspiel und hier irgendwelche Millionen, die wir aufbringen dürften. Das heißt, eine ganz kleine Schädigung unter einem Schwingspiel. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Schwingspiele. Also müssen wir ganz, ganz vielen Deltas hier, Delta M's hier reinpreschen, also Entschuldigung, Delta Sigmas reinpreschen, indem wir also hier unser Delta M zu einem Delta Sigma verarbeiten, indem wir es durch unser F teilen. Gehen wir da rein und würden ja überall kleine N's rauskriegen. Und diese Schädigung, also immer 1 durch dieses kleine N, müssten wir aufaddieren. Und wenn da insgesamt eine 1 rauskommt, dann ist, haben wir unsere maximale Schädigung von 100% erreicht. Jetzt ist nur unser Problem, wie groß ist denn das blöde F, beziehungsweise unser S? Kennen wir ja nicht, ja? Und das heißt, wir müssen jetzt unser F, beziehungsweise das AS, so variieren, dass genau die Schädigung 1 rauskommt. Kann ich ja mal probieren, ob ich das schaffe. Also ich rate mir mal ein F in meine Excel-Datei. Und dieses F habe ich zu klein geraten. Was passiert denn dann? Wenn ich das F zu klein rate, dann sind die Sigmas hier alle zu groß. Wenn die Sigmas sehr groß sind, dann sind die Ns hier, ich habe mal beispielhaft 3 Schwingspiele einfach nur ausgewertet, dann sind die Ns sehr klein. Und wenn die Ns sehr klein sind, dann ist die Schädigung sehr groß, also viel größer als 1. Also F war zu klein geraten. Ich muss bei der Schädigung immer noch beachten, die Schädigung ist Anzahl der Züge pro Tag mal 365 Tage mal 100 Jahre durch mein N1. Ja? Denn der Zug fährt ja nicht einmal nur drüber, sondern N mal pro Tag, also zum Beispiel 12 mal pro Tag mal 365 Tage mal 100 Jahre. So addiere ich alles auf, kriege meine Gesamtschädigung und wenn die zu groß ist, dann war mein F einfach zu klein. Jetzt habe ich nochmal ein F geraten, meine Excel-Tabelle, und werte das wieder aus. Ist das F sehr groß? Sind die Sigmas sehr klein? Die ertragbaren Schwingspiele riesengroß? Und ich kriege eine lächerlich kleine Schädigung raus. Also F zu groß geraten. Auch schlecht. So, jetzt natürlich, wir leben im Jahr 2020. Sind zwar Corona-Zeiten, aber Excel funktioniert ja noch. Also das heißt, ich kann einfach mit dem Zielwert suchen, mit dem Solver suchen. Ich sage einfach, komm, spuck bitte den F aus, dass hier mal die Schädigungssumme 1 wird. Und er hat mir ausgespuckt ein F von 0,01547. Entschuldigung, das ist halt Corona. Soll ich nicht sagen, kriege ich keine Prüfaufträge mehr, weil sie alle denken, ich nippel demnächst ab. Also, Corona ist noch nicht da. Also, F ist 0,01547 Meter hoch 3. Dann ist die Schädigung genau 1. So, jetzt habe ich hier nochmal zusammengestellt. Also, die Schädigung der einzelnen Züge. Ich habe das mal für alle 12 Züge hingeschrieben, obwohl wir bei dem Regelverkehr hier, den wir untersuchen wollen, nur 8 Züge untersuchen. Und jetzt sieht man, also hier ist die Schädigung bei einmaliger Überfahrt des Zuges. Hier sind 12, hier für meinen Typenzug 1, 12 mal fährt er drüber, dann muss ich also nehmen meine Einzelschädigung hier mal den 12 Überfahrten pro Tag, mal 365 Tage, mal 100 Jahre, gibt 0,163. So. Wenn man sich jetzt mal die 8 Züge hier anguckt, dann sieht man natürlich, also wer bringt denn hier überhaupt was? Der 6er da, der 7er und der 1er.
Die anderen fahren halt eigentlich nur so ein bisschen mit, ja. Aber das hängt immer davon ab, wie die Stützweite ist, kann man also nicht so verallgemeinern. Also die Summe der Schädigung, wenn man mal 1 bis 8 hier aufaddieren würde, wäre also genau 1,0. F ist 0,01547. Und wenn wir jetzt die konkrete Brücke, also unser Beispiel, betrachten, da kenne ich ja die inneren Hebel am Zustand 2, ungefähr 0,9 mal der statischen Höhe. Dann könnte ich jetzt mein F einfach durch den Wert teilen. Hier noch ein zünftige 10 hoch 4, um auf Quadratzentimeter zu kommen. Und kriege raus, 147 Quadratzentimeter Bewährung brauche ich. Relativ wenig. Naja, kommt der Rissbreitennachweis um die Ecke, da brauche ich 320. Also man sieht schon, so furchtbar, in diesem Beispiel so furchtbar wichtig ist der Nachweis eigentlich nicht, wird nie und nimmer maßgebend für die Längsbewährung. Aber wir müssen ihn ja führen. Und jetzt ist nur die Frage, wenn ich jetzt allgemein für 12,50 Meter etwas hinschreiben will, also meine Lambda-Werte nachher, dann kenne ich ja meinen inneren Hebelarm nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie groß die statische Höhe ist. Also brauchen wir noch 5 Minuten Gehirnschmalz hier am Ende. Also ein Nachweis über schädigungsäquivalente Schwingbreiten, das ist dieser vereinfachte Nachweis mit den Lambda-Beiwerten. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen unseren LM71 schieben. Das müssen wir aber sowieso machen. Also das ist ja unser ganz normales Lastbild für die Bemessung. Das haben wir sowieso gemacht. Da müssen wir unser Delta M in Feldmitte ausrechnen. Beim Einfeldträger, also einmal volle Kiste drauf, einmal gar nicht drauf. Und wir kriegen ein Delta M von 3371 kN. Der statische Schwingbarwert von 1,25 ist hier schon eingerechnet. Also, jetzt, was machen wir damit? Wir müssen jetzt erstmal Folgendes machen. Also, wir müssen einen Wert Lambda S ausrechnen, der sich aber aus 4 Lambda-Werten zusammen multipliziert. Diese Lambda-Werte 2, 3, 4 sind relativ einfach. Da geht einmal ein, wenn beim Lambda S 2, wenn also die Jahrestonnen nicht 25 Millionen sind, 25 Millionen ist der Nachweis bezogen, dann muss ich entsprechend eine Korrektur dort machen. Dann Lambda 3, wenn ich nicht 100 Jahre Standzeit habe, habe ich aber immer noch Eurocode. Und Lambda 4, S4 wäre, wenn ich eine nicht eingleisigen Überbau habe. So. Jetzt die Frage, mit welchem Wert korrigiert man denn da, wenn man ein bisschen rechnet? Dann sieht man, auf der sicheren Seite liege ich auf jeden Fall, wenn ich K2 einsetze. Denn wenn ich mit in meiner Wöhlerlinie reingehe mit einer Spannung und nehme die Neigung minus 1 durch K2, dann kriege ich ertragbare Schwingspiele. Deswegen hat man hier einheitlich immer K2 genommen, das liegt auf der sicheren Seite. So, Lambda S1 muss ich jetzt logarithmisch interpolieren, also zunächst muss ich aus einer Tabelle für meine Biegezugbewährung zwei Werte raussuchen, nämlich einen Wert bei 2 Meter und einen Wert bei 20 Meter. Dort wird nochmal unterschieden, es ist Regelverkehr oder es ist schwerer Verkehr. Ich habe abgelesen bei Regelverkehr. Und jetzt muss ich zwischen diesen 2 Meter und 20 Metern logarithmisch interpolieren. Ja, ab 20 Meter bleibt der Wert praktisch konstant hier. Vorne wird er immer größer. Ist kein Wunder, denn wenn ich 2 Meter habe, macht jede Achse ein Tönchen. Habe ich nachher 20 Meter, macht jedes Drehgestell nur noch ein Tönchen. Das heißt, die Anzahl der Lastwechsel werden kleiner, je größer die Stützweite ist. Habe ich eine unendlich lange Brücke, hätte ich nur einen Lastwechsel, nämlich genau einmal fährt der Zug drüber und ist wieder fort. So, und jetzt muss ich schauen, da hier Herr Professor Bagayoko, der das für einen Eurocode ausgearbeitet hat, schon gewusst hat, dass ich zu dumm bin, logarithmisch zu interpolieren, hat er freundlicherweise hier so eine Gleichung gegeben. Und das heißt, ich soll hier einsetzen den Wert bei 2 Meter, ja, die 0,9, plus den Wert bei 20 Metern, die 0,65, minus den Wert bei 2 Metern, die 0,9, mal Logarithmus, und jetzt kommt es, 10er Logarithmus, von L von der Stützweite, Stützweite war 12,5 Meter,
minus 0,3, das ist ein fester Wert in dieser Formel und es kommt raus 0,7. Und das ist jetzt ein Rabattfaktor. Das heißt also, ich brauche nicht den vollen LM71 draufzustellen und dann das Delta Sigma auszurechnen, sondern nur 70% davon. Also eine Abminderung. So. Das heißt nichts anderes als ein Prolet würde einfach sagen, komm, dann stelle ich einen vollen LM71 drauf, kann ich mir ganz den Lambdas knicken. Ja, ist auch nicht falsch, ja. Aber jeden Rabatt, den wir haben, sollten wir ziehen, denn wir verbauen ja Bundesmittel. So, jetzt muss ich überlegen, wie komme ich denn jetzt auf meinen Lambda? Also das ist meine Bemessungsgleichung nach Eurocode. Sieht so ein bisschen kompliziert aus, ist aber relativ einfach. Also links steht immer die Einwirkung und rechts steht der Widerstand. Das ist so Tradition im Bauwesen. Also links erstmal ein Teilsicherheitsbeiwert auf der Lastseite, der aber freundlicherweise erstmal 1,0 ist immer. Das ist immer schön. Dann ein äquivalentes Delta Sigma bei n Sternchen. Und da müssen wir gleich gucken, wie man das ausrechnet. Und auf der rechten Seite zwei bekannte Werte hier. Einmal oben Delta Sigma RSK von n Sternchen, das sind diese 175 Newton pro Quadratmillimeter und der Teilsicherheitsbeiwert auf der Widerstandsseite von 1,15. So, bin ich also hier bei 152 auf der rechten Seite. So, und jetzt müssen wir gucken, dieses Delta Sigma S-Äquivalent von n Sternchen, wie sollen wir das machen? Wir sollen erstmal das wirkliche Delta Sigma in unserer Betonstahlbewährung und der LM71 ausrechnen. Wir haben ja einen Delta M von 3371 kN, inklusive Schwingbarwert schon. Und das dürfen wir mit unserem Rabattfaktor von 0,7 abmindern. So. Und das soll kleiner sein als die rechte Seite. So, und jetzt kann man sehen, wie das Lambda S denn definiert wurde. Lambda S, kann ich diese Gleichung hier mal umstellen nach Lambda S und ich habe jetzt einfach das Delta Sigma, das fehlt natürlich, der schönste Schritt fehlt hier auf der alten Folie. Also ich habe einfach gesagt, Delta Sigma S LM 71 ist Delta M LM 71 durch F. Durch das Produkt aus inneren Hebelarm und Bewährung. Und das ist für 12,50 Meter immer unsere 0,01547. Ganz egal, wie die statische Höhe unseres Bauteils aussieht, ne, haben wir eine größere statische Höhe, brauchen wir eben einfach weniger Bewährung. Und das heißt, dieses F hier ist nur eine Funktion von der Stützweite. So. Und das heißt, ich konnte das hier umfummeln und dann kann ich das hier einsetzen und ich kriege raus 0,697. Und jetzt sieht man, dieses Lambda von 0,697 ist eigentlich nichts anderes als ein umgerechnetes F von 0,01547. So, habe ich hier alles eingesetzt, also 0,697, also 0,7 kommt raus. Ja. Und dieses 0,7 entspricht natürlich vorne 0,7. Ups, komm rüber hier. Da. So, das heißt, was hat der Professor Bakayoko jetzt gemacht? Einer unserer schlauesten Köpfe auf diesem Gebiet. Der hat einfach gesagt, für jede Stützweite rechnet er jetzt ein F aus. Und mit dem F der Stützweite kriegt er das Lambda der Stützweite raus und das hat er tabelliert. Und jetzt wollte er uns nur noch ersparen, dass er eine riesen Tabelle macht für jede Stützweite, sondern er hat jetzt diese 2,20 Meter Werte, 2,20 Meter, die Werte für 2 Meter und für 20 Meter tabelliert und hat uns da eine logarithmische Interpolation gegeben. So, dann wird einfach die Tabelle kürzer, Eurocode schon lang genug. So, so hat er das gemacht. So, jetzt muss man schauen, was kann man denn so als Zusammenfassung da so rausprügeln. Also, ein expliziter Nachweis der Betriebsfestigkeit ist mit der heutigen Software kein Problem mehr. Ja, alle vernünftigen Programme im Brückenbau können eine Langsamfahrt der
eines Zuges über die Brücke machen. Auch die Auswertung mit dem Rainflow ist kein Problem, wobei man wirklich mal reinguckt in der Tabelle. Wir haben also ein Handout dafür. Schauen Sie mal rein, welche Schädigung eigentlich rauskommt. Also man sieht ganz deutlich, dass eigentlich nur das erste Delta M bzw. das erste Delta Sigma macht, weiß ich nicht, 90% der Gesamtschädigung, ja. Das heißt, letztendlich hätte man diesen ganzen Rainflow-Mist da in der Regel auch sparen können. Man hätte einfach sagen können, das große Delta M ist einfach das maximale Moment, was rauskommt. Und daraus rechne ich ein Delta Sigma aus, dann kommt sowieso fast auf den Schnotz dasselbe raus da. Ja. Aber verständlich kann man auch mit Rainflow oder irgendwas zählen. So. Dann als nächstes der Nachweis. Überschädigungsäquivalente Schwingbreiten führt zum gleichen Ergebnis wie der explizite Nachweis der Betriebsfestigkeit. Ja, das ist so. Bis auch ein bisschen kleine Rundungsabweichung durch diese Interpolation, die logarithmische da, ist das genau dasselbe. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Hergeleitet ist, sind die Lambda-Faktoren natürlich an Einfeld- und Durchlaufträgern. Und wer jetzt diese Lambda-Werte nimmt und das bei einer schiefen Platte auf einmal anwendet, da muss ich da im Klaren sein, dass da nur Käse rauskommen kann, ja. Also, deswegen habe ich ja gerade diesen Kram hier erzählt, dass man sieht, kommen hier die Dinger her? Und die kommen hier ganz klar aus Einfeld- und Durchlaufträgern. Ja. Und auch wenn man sich mal die Querrichtung anguckt, wo wir Lambda-Beiwerte haben, tja, in Querrichtung ist es noch viel schwieriger. Ahnt man ja, wie viele mögliche Systeme es da gibt. Vollplatte, mehrstehiger Plattenbalken, Hohlkasten, ja. Es wird dann immer schwieriger, da ein Lambda rauszuwürgen, ja. Und wie gesagt, haben wir irgendwelche schiefen Konstruktionen, tja, dann können wir einen Schirm zumachen, dann können wir nur noch einen expliziten Nachweis der Betriebsfestigkeit machen. Also, aufpassen auf die Anwendungsgrenzen. Das ist immer wichtig. Immer wenn man solche Werte sieht in der Normung, wo man sagt, oh, wo kommt der denn her? Was ist denn das, ja? Bitte nicht einfach verwenden, sondern also lieber abends beim Bier nochmal in Ruhe da blättern. Wir finden alles im Internet. Ja, nochmal blättern, wo kommt der her und vor allen Dingen, wann ist der nicht zu verwenden? Und das ist auch ein bisschen ein Problem des Eurocodes. Der Eurocode hätte sich ja mal deutlicher sagen können, wann man die Dinger nehmen kann und wann nicht. So. Dann ausführliche Grundlagen in der Dissertation von Professor Bagayoko. Gibt es als PDF im Internet. Sehr schöne Dissertation, habe ich mit hohem Genuss gelesen. Und dann die entscheidende Frage. Ich habe gesagt, ein expliziter Nachweis der Betriebsfestigkeit ist prinzipiell immer möglich. Ja, natürlich aus technischer Sicht, ja, also mathematisch geht das immer. Aber darf man das denn nun machen? Und wenn man mal schaut, ist es in der Normung ein bisschen uneinheitlich. Also im Stahlbrückenbau steht da UIG und ZEE. Im Stahlbetonbau steht dort nüchte. Und ich habe nochmal diskutiert mit der Bahn und Bahn hat gesagt, bitte also im Einzelfall mit der regelwerksverantwortlichen Stelle der DB Netz AG abzustimmen. Und das ist immer vernünftig. Also muss man auch keine Angst vor haben. Das heißt jetzt nicht UIG und ZEE, aber das heißt mal höflich fragen bei den Fachautoren. Übersichtsplan hinschicken, mal sagen, wie man das jetzt konkret machen will, und dann wird man immer eine vernünftige Antwort bekommen. Das ist besser, als da jetzt selber so ein Fass aufzumachen. Und nachher sieht der Prüfer das irgendwie ganz anders und dann fängt man von vorne wieder an. Das können wir uns in den eiligen Zeiten, die wir heute haben, nicht mehr leisten. So. Jetzt haben wir noch ein Handout. Das findet man unter dem Vortrag, kann man downloaden, habe ich ein bisschen ausführlicher die Rechenschritte gemacht. Ich habe auch eine Excel-Tabelle, habe natürlich mit großem Hals da in München erzählt, die kann man auch laden. Ja, ich hätte überlegt, meine Excel-Tabelle ist so wirr, ob man da einen großen Genuss von hat, das weiß ich nicht. Und ich habe deswegen mich lieber entschlossen, nochmal einen Master zu bitten, ob er das ein bisschen schicker machen kann. Ja, und dann kann man es vielleicht nochmal hinterher schicken. Ja. So, ansonsten würde ich mal sagen, verabschiede ich mich erkältet wie immer aus den Untiefen des Eisenbahnbrückenbaus. Ach, muss man noch sagen, Straßenbrückenbau natürlich ganz genau derselbe Kram, ja. Auch bei Straßenbrücken
bitte nicht die Lambdas für schiefe Platten oder so anwenden, das ist genauso Unsinn, ja. Wir können auch bei den Straßenbrücken prinzipiell expliziten Nachweis der Betriebsfestigkeit machen. Wir müssen das manchmal auch, wenn man zum Beispiel Straßenbahn mit drauf hat auf den Straßenbrücken, ja. Also, dann sind wir immer raus aus den Lambda, weil wir können zum Beispiel keinen Lambda-Wert der Bahn für eine Straßenbahn verwenden. Also, das geht halt einfach nicht. Das ist dann Scharlatanerie. Ja, dann würde ich mal sagen, mache ich mal eine Katze drunter. Das war's für heute. Okay.